So Leute und willkommen zu einer weiteren Part des Let's Plays zu Pokémon Storm Silver Nuzlocke Challenge. Und wir sind hier... Momento. Und zwar vor dem Onion Cave. Cave Tunnel. Genau. So Leute und willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays zu Pokémon Storm Silver Nuzlocke Edition. Oh Baby, und wer bist du? Juhu, it's Friday! Okay. Andere gehen saufen, ich gehe Bärenessen. Das ist meine Motivation, genau. An einem schönen Freitagabend, es ist gerade 9 Uhr abends, andere besäufen sich gerade, machen Party und Zero sitzt allein in seinem Zimmer und nimmt Let's Plays auf. Was habe ich ein schönes Leben? Nein, Spaß, Leute, ich muss morgen arbeiten und deswegen kann ich nicht irgendwie was machen. Deswegen habe ich mir gedacht, wisst ihr was, sei produktiv und nimm mal wieder auf. Denn ich habe die letzten 4 Tage bestimmt gar nichts aufgenommen, weil ich hatte überhaupt keine Zeit für gar nichts. Ich bin nach Hause gekommen und war gleich wieder weg. Schrecklich, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ein Battle machen, habe ich aufgeheilt. That Batch! Oh mein Gott! Du hast Falk deine Gärtner besiegt! Was? Oh yeah, ich habe ihn besiegt, mein Freund. Und willst du es kämpfen, Peter? Peter Meter? Peter, der so groß ist wie ein Meter und ich habe wohl aufgeheilt. Peter, der Parameter. Ich habe auf... Nee, ich habe nicht aufgeheilt. Ein Pokémon ist noch angeschlagen. Auf jeden Fall ist im letzten Port leider die gute Marin gestorben. Es tut mir immer noch leid und ich finde es sehr schade, weil Knofensa Sazenia ist geil, hallo? Wäre geil gewesen, aber naja. Kann man leider nichts machen. Und ihr seht, ich habe den Speed auf 1,5. Das haben sich ein paar gewünscht. So, Ezio, es geht alles ein bisschen langsamer voran. Bitte mach mal ein bisschen mehr Speed. Und das ist jetzt so ein bisschen schneller als das normale. Und meiner Sicht ist das ganz cool. Aber Leute, ich will zur Sache kommen. Und zwar, was war da los die letzten Wochen? Ich glaube, es kam Mittwoch sogar. Wann ist das? Ja, auf jeden Fall. Es kam nur ein Infovideo an dem Tag da, wo ich... Jetzt predicted der schon wieder. Und wie gut der predicted. Oh, ich hasse diese Computergegner. Die sind einfach too strong, ey. Too strong. Kann Phoenix G was... Moment. I got this, guys. Ich habe noch einen Trank. Ach du Scheiße. Nein. Also, wenn ich noch einen Trank habe, dann sollte ich den lieber weise einsetzen, wenn ich mal brauche. Und nicht gegen einen Mirapla. Warum hat Dings, warum kriegen wir gar keine Geräusche ab? Keine Ahnung. Irgendwie spinnt mein Sound, glaube ich. Irgendwie ist mein Kopfhörer kaputt. Ich brauche mal neu. Auf jeden Fall, Leute. Ich kam nach Hause, ganz gechillt von der Arbeit, immer um 14 Uhr. Hab geduscht und muss gleich wieder los. Ja, so doof, wie sie da anhört, war es wirklich. Und wir haben Dragon Rage. Ey, wir rate me. Alles jetzt down, ey. Das ist jetzt OP, ganz ehrlich. Dragon Rage ist too strong. Level 18. Und es kommt ein Elekid. Elekid. Gutes Matchup. Bleiben wir bei Leila dran, ne? Ja, ich war überall. Ich war im Schwimmbad, ich war bei Kumpels, ich war bei Freundinnen, ich war bei meinen Verwandten, ich war überall. War um zu Hause um 20 Uhr, 22 Uhr jeden Tag ungefähr. Hab dann noch gerendert, Thumbnails gemacht und bin dann ins Tod ins Bett gefallen. Natürlich nach einem harten Arbeitstag, der um 4:30 angefangen hat. Und dann noch, ja. Und ich habe einfach gesagt, stopp, halt, stopp. Ich brauche eine Auszeit. Ich brauche mal Zeit für mich und Zeit für Let's Plays. Und ja, da habe ich einfach mal gesagt, wisst ihr was, heute mache ich nix. Ich setz mich hin und nimm auf. Inzwischen haben wir 9 Uhr. Ich habe super viel schon aufgenommen. Naja, geht's. Ich glaube, 2 Parts. Und das ist jetzt der dritte. Und ich werde noch ein paar Mal aufnehmen hier von Soul Silver, weil ich gerade Bock habe. Weil auch gerade keiner da ist, der mich stören kann. Meine Schwester ist gerade irgendwo weg. Die hat nicht so Glück und muss morgen arbeiten. Wie ich. Aber ja, wir nehmen das wie ein Mann und weinen nicht. Ich weine, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Oder ich pausiere kurz und weine dann. Aber egal. Wir werden noch schnell wie durchstehen, hoffe ich. Und ja, auf jeden Fall wird uns was aufmachen. Und zwar, dass wir gleich ein Pokémon fangen können. Und zwar in dieser schönen Cave. Nice. Wir packen Großmaul nach vorne, ganz einfach. Das ist eine Cave. In der Cave sind Kleinsteins, Onyx und viele weitere kleine Stein-Pokémon. Und die können wir alle weghauen mit unserer Aqua-Knarre. Obwohl zum Fangen nicht ganz gut geeignet, ne? Egal, wir kriegen das schon hin. Onion Cave. Dum, 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 dum. Okay, gleich ein Pokémon. Wer will ins Team? Ein Zubat, tut mir leid. Nuzlocke-Regel Nummer 5. Zero nimmt eine Pokémon auf, die er noch nicht hat. Und wir haben ein Zubat, deswegen dürfen wir vor diesem Pokémon sogar fliehen. Das ist eine klasse Sache, meiner Ansicht nach. Und wir kriegen... Willst du mich verarschen?
Und Kanimani macht keine Geräusche. Warum nicht? Und es rief mich noch Ralf an. Ralf, was geht ab? Save is Ralf. Ja, 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 Ralf, was geht ab? Ja, ja, okay, tschüss. Ralf ist mein bester Freund, müsst ihr wissen. Er ruft mich öfters mal an, so, hey Zero, was geht ab? Und da rief ich mir, ja, Ralf, es ist alles okay. Wirklich. Wir hören das Wasser rauschen und wir wollen jetzt ein Pokémon fangen und ich will jetzt kein Zubat sehen! Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich kann keine Zubats mehr sehen. Zubat kann mich nicht mal sehen. Der hat nicht mal Augen, der Junge! Wie soll das möglich sein? Oh. Alles, vielleicht hat der Entwickler sich ja gedacht, hey, das ist die Zubat-Höhle. Wäre ja auch ganz witzig. Ach man, lass mir noch ein Pokémon kriegen. Oh, Marco Winter! Enchilala ist das geil! Oh mein Gott, ich mag Makuhita so gerne, ey. Das ist einfach eine heftige Wall, ey, das Ding. Es ist mega gut in der Def und mir fehlen irgendwie die Soundeffekte so ein bisschen von dem Gegnern. Oder irgendwie die Hälfte der Soundeffekte sind irgendwie nicht da. Ah, jetzt ist er wieder da. Keine Ahnung, irgendwas stimmt mit der ROM gerade nicht. Egal, YOLO. Wir fangen erst Makuhita. Und ich suche meinen Abonnenten aus, obwohl ich hab einen, komm. Ohne Scheiß, Leute. Ich brauche da gar nicht gucken, es gibt so viele Abonnenten einfach. Die so gute Comics schreiben. Das ist unglaublich. Aber ich will nicht immer. Ich will auch mal welche nehmen, die noch gar nicht benannt werden. Und ich glaube, ich nehme da einen, der. Komm, ohne Scheiß, das passt jetzt. Komm. Wisst ihr was? Das ist ein Abonnent. Der hat Faustik hinter den Ohren. Und halt warm an den Füßen. Ne? Da kann nur einer mit gemeint sein. Genau, der gute. Die gute Kampfsocke. Genau, Kampfsocke, weil. Keine Ahnung, ich fand das gerade lustig. Ohne Scheiß, Kampfsocke ist. Noch kein Pokémon geworden. Und ich finde, ganz ehrlich, er hat es sich verdient. Er ist ein Kampf-Pokémon, ne? Und Makuhita hat ja auch Socken an, oder? Hat Makuhita Socken an? Verdammt, wir haben es dabei. Jawollo! Klasse Sache. Nein, es hat keine Socken an. Es ist barfuß. Aber es hat Handschuhe an. Also fast. Kampf-Handschuh. Egal. Auf jeden Fall, Kampfsocke. Def hoch, ey. Ja, yo! Das ist gut, ey. Schön die ganzen. Flügelschläge prallen an seinem dicken Bierbauch ab. Was wollt ihr tun, Digga? Ich kann den Mambo Jumbo tanzen. Mit Sand Attack, Arm Truss, Virtual Throne, Fake Out. Fake Out ist mega geiler Move, ey. Immer schön flinchen. Armstoß geht klar, aber sonst, ja, Attack ordentlich. Deswegen ganz super Fähigkeit, meiner Ansicht nach. Level 14 werden wir auf jeden Fall im Team lassen, meiner Ansicht nach. Coole Sache. Und wir kämpfen jetzt gegen den hier, gegen Herr Einhorn. Hallo, Herr Zweihorn. Der Zweihörner. Siehst du das Licht an meinem Kopf? Das sind Glühwürmchen, die leuchten im Dunkeln. Tatsächlich. Raise Heart. Ein Vulpix. Hey, Vulpix, eine Frisur, ne? Weißt du was? Teste mal das Drei-Wetter-Taft. Okay, er hat's überlebt. Was? Er. Du brauchst mich doch nicht anheulen deswegen. Bleib mal, lernst locker hier. Locker vom Hocker bleiben, Alter. Das kriegst du die Dragon Rage aber. Die richtige Wut kriegst du jetzt ab, mein Freund. Pam. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Solltest mal Mathelehrer werden. Okay, der war richtig schlecht, ey. So, damit hast du nicht gerechnet. Was hat er gesagt? Falsch! Oder was? Feier? Keine Ahnung. Irgendwas hat er gesagt, der Typ. Und ich weiß, ich bin hier falsch. Aber ich will hier trotzdem mal gucken. Gibt's hier irgendwas? Ich glaube, hier kann man später Labras fangen. Oh, nee, das ist eine andere Höhle, glaube ich. Was? Hier gab's kaum Alert! Oh, Leute, das ist unfair. Ohne Scheiß. Kampfsocke, nix gegen dich, aber kaum oder wäre geiler gewesen. Und hier oben. Ah, ich hab's! Nuzlocke-Geile, ne? Also hier, also alle, die Nuzlocke haben wollen, kriegen Zubat. Alle, die keine Nuzlocke machen, kriegen kaum Alert. Beste Idee, Herr Spieleentwickler. Dankeschön. Freut mich. Deswegen, wenn jetzt hier ein kaum Alert ankommt, dann fühle ich mich getrollt. Ein Sandan. Okay, das geht auch noch einigermaßen klar. Sollten wir mal kurz hier. Bisschen kaputt machen, das wäre nochmal eine super Sache. Scratch. Ach komm, das juckt mir nicht die Bohne, mein Freund. Was macht er denn jetzt? Natürlich, eine Flinkklaue. Natürlich. Und ich kann gleich wieder aufheilen gehen, ganz ehrlich. Das lohnt sich ja richtig hier zu kämpfen, ey. Also, einmal Rollo ist das chillig. Matchup.
Matchup, Matchup. Wird er mich umlegen? Ich glaube nicht, oder? One Hit irgendwie. Okay, erstmal guckt er mich an. Okay, ein Pokémon Lidschatten. Wie gehe ich davor? Okay, oh, es ist männlich. Oh, never mind. Vergessen wir das. Wir gehen auf Phoenix-Gebieter. Oh, Phoenix-Gebieter. Oh, wird auch nochmal anguckt. Oh, 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 wieder ein Kerl. Schade. Aber diesmal hat er keine Augen. Oh, ich suche Blickkontakt. Such mal den Blickkontakt, mein Freund. Wir suchen den Wing Attack. Bams. Stab, sehr effektiv. Super Schaden. Okay, jetzt pumpt er sich auf. Das ist ein sehr komisches Macholo. Erstmal guckt es sich meine Pokémon an und dann stellt es fest, dass er es Lidschatten trägt und keine Augen hat. Mein Team ist komisch. Habe ich eigentlich nur meist Teammitglied? Einer mit Handschuhen, einer, der blind ist, dann einer mit Lidschatten. Und ja. Wir haben sonst. Wir haben noch einen Drache, der ausrastet. Was haben wir sonst noch? Ein einfaches Ei und Andy. Und typisch Andy. Typisch Andy. Andy ist einfach cool. Ohne Scheiß. Andy ist einfach. Hallo, Andy ist nach Tara. Nach Tara ist cool. Ich mag nach Tara. Und alle haben sich so gefreut. Oh Gott, sieh nur nach Tara. Ist das toll. Und ich habe mich auch gefreut. Oh mein Gott, Leute. Nach Tara. Ja, nach Tara ist toll. Ich mag Natara sehr, ey. Ist wirklich, ich muss sagen, ist fast so ein, ist auf jeden Fall unter meinen Top 3 der Lieblings-Pokémon, ey. 100 Pro, ey. Weil Natara ist einfach mega geil. Es sieht geil aus, ist stark, ist bulky. Ist echt ein geiles Poke, ganz ehrlich. Und viele haben mich auch gefragt, Zero, was sieht das aus mit Online-Battles, dies, das. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon beantwortet habe. Und zwar werde ich das mit den Online-Battles alles so machen, dass ich das in Omega Rubin und in Alpha Sapphire mache. Deswegen, das kommt ja auch bald raus. Und das wird hart werden, Leute. Das wird richtig hart werden, ey. Ich glaube, wenn das Spiel rauskommt, haben wir 3 Pokémon-Projekte am Laufen. Das hier, das Geheimprojekt und eben das neue. Aber hey, 3 Pokémon-Projekte, Leute, was sagt ihr dazu? Würdet ihr das abfallen, würdet ihr sagen, Azio, irgendwie fehlt uns da was. Und Großmaul hat eine große Klappe riskiert und bekommt dafür eine noch viel größere Klappe. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das Gelbe am Bauch, das sieht aus wie so ein Lendenschutz, finde ich. Wie so Tarzan-Style. Ist mir da, hab ich damals immer so gedacht, so. Der hat immer so eine Unterhose an. Ich weiß, manche denken sich jetzt, was labert der Typ? Aber ich weiß auch nicht, was ich da laber. Egal, wir machen Daniel kaputt, bevor ich noch irgendwas anderes sage. Und haben ein Großmaul. Großmaul. Mir fehlen die Soundgeräusche gerade so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die habt. Ich hab die nicht. Warum? Boah. Massiv EP, ey. Boah, big time. Da, 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 da. So, wir kämpfen nochmal gegen dich. Den Tunnel kriegen wir auf jeden Fall in diesem Part durch, ey. Nach der verzweifelten Pokémon-Suche. Obwohl, ich bin wirklich zufrieden eigentlich mit Marquita, ey. Warum zerkratze ich einen Stein? Und er poliert sich hinterher. Warum? Weißt du, ich zerkratze ihn. Nein, nein, nicht zerkratzen. Hier, nachpolieren. Und er ist trotzdem langsamer wie ich noch, ey. Krass, ey. Und das gibt hier EP, ey. Nose Pass. Oh, Nasknet. Nice. Nasknet ist cool, ey. Es sieht so aus, als ob er mit seinen Händen sich die Ohren zuhält. Lalalala. Ich höre dich nicht. Und er tackelt mich. Aber wir sind too strong. Ich weiß noch nicht, wie Großmaul die Aquaknarre rausschießt. Er hält seinen Mund zu, macht ihn nicht auf und es kommt irgendwo raus. Finde ich cool. Ja, genau, das war cool. Oh, oh, oh. Oh, ho, ho, mein Freund. So, wir packen jetzt nach vorne. Ich würde sagen, wir packen mal. Kampfstock können wir auch noch ruhig nach vorne packen. Ganz ehrlich, ey. Er ist Kampf. Komm, du kriegst dein Debüt heute, mein Freund. Okay, da unten ist ein Feuerfänger. Das ist nicht ganz so geil. Okay, gegen Zubat ist auch nicht so geil. Wir cannot escapen. Wir können. Und ein Critical Hit. Und ein Leech Life. Können wir jetzt bitte gehen? Dankeschön. Und ich glaube, hier gibt es keine Kleinschänze oder sowas, sonst hätten wir die auch schon begegnet. Ja. Ich glaube, ich sollte einfach mal. Was setzen wir ein? Komm, Großmaul. Großmaul macht das Ding kurz kaputt einfach. Und viele haben auch gesagt, ich soll Großmaul auf jeden Fall physisch spielen. Mache ich auch. Aber ich werde trotzdem wahrscheinlich Surfer geben müssen. Wenn es nicht anders geht, sonst kommen wir nicht weiter. Zero, gib dein Großmaul Surfer. Sonst kannst du nicht übers Wasser gehen. Du hast kein Pokémon, was Surfer kann. Mir egal, dann gehen wir nicht übers Wasser. Okay.
die Nachsorge ist vorbei, was Jude dickköpfig ist. Das ist natürlich dann logisch. Ich glaube, der hatte immer einen Fleckmon damals. Deswegen setze ich einfach mal jetzt den guten Andy nach vorne. Und gucken, was er dann hat. Wieder ein Makuhita. Scheint wohl, obwohl, wir haben erst zwei Stück gesehen. Wir haben gar nicht so viel Pokémon gesehen. Auf jeden Fall ist Zubat hier häufig drin. Ich wollte gerade sagen, sonst ist vielleicht das Makuhita selten. Noch ein Zubat. Ich warte immer noch auf das zweite Shiny. Ich habe das allererste Shiny hier, ne? In meiner Let's Player-Karriere. Und was passiert? Let's Trolling, 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 Trolling. Yeah, yeah, yeah. Da hat sie noch nicht mal Pokébälle gehabt, um euch das zu fangen, ey. Oh, war das ärgerlich, ey. Das war so ein What-the-fuck-Moment einfach. Egal. Und noch ein Zubat zum brennenden Abschluss. Nein, ich will nichts machen. Ich will einfach rausgehen. Und wollen auch raus aus der Höhle, ganz ehrlich, Leute. Was will man hier? Stolunio! Oh mein Gott, das wäre auch süß gewesen. Ich mag Stolunio total gerne, ey. Ist ein cooles Poke, ey. Stoller später. Awakening. Oh, cool, Aufwecker. Cool. Das ist gut. Route 33. Es regnet hier. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir machen im nächsten Part hier weiter. Genug Blödsinn gelabert. Ich weiß, heute war ein sehr redegewandter Tag-Part von mir. Aber, naja... Schlechter wie das Wetter war da hoffentlich nicht. Man steht hier, es regnet. Badumditz. Naja, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter. Holen uns auf jeden Fall hier ein Pokémon und werden auf jeden Fall in die nächste Stadt. Alter, der Typ sieht echt komisch aus. Sein Bart sieht aus, aber sein Mund aufhält. Er so. Aber hat er wohl nicht mehr. Doch, da. Ja, okay. Ihm ist das wohl peinlich. Okay, wir gehen. Gut, Leute, bis zum nächsten Part. Ciao, euer Zero.